Mechanische Wellen ist heute unser Thema und wir machen mal in Gedanken ein ganz einfaches Experiment. Es liegt ein, deswegen habe ich ihn rot gemalt, ein Gartenschlauch auf der Erde. Und jetzt kommt ein Teufel aus der Erde heraus und der macht Folgendes. Also hier plötzlich hat er irgendwo einen Haufen aufgeworfen, guckt aus der Erde raus und bewegt seine Hand ganz kurzzeitig nach oben und wieder nach unten. Das heißt nach oben und nach unten. Dann passiert. Ach so, und der hat natürlich den Gartenschlauch angefasst. Dann passiert das Gleiche mit dem allerersten Stückchen Gartenschlauch. Das wird sich genauso hoch nach oben wie wieder nach unten bewegen. Aber dieses eine Teil reißt die anderen Teile mit. Das heißt, hier, und das mache ich mal in Orange, wird praktisch eine wellenförmige Bewegung entstehen. Und diese Welle, die pflanzt sich so weit, wie der halt der Gartenschlauch ist, fort bis nach hinten. Das erstmal dazu. Eine Frage. Wird der Gartenschlauch irgendwie hin und her bewegt? Wir können daraus eine Definition ableiten, aber wir machen jetzt mal was anderes. Und zwar, wir haben einen See. Irgendwie. Und in die Mitte schmeißt irgendjemand, wahrscheinlich wieder dieser Teufel, einen dicken Stein. So, das betrachten wir jetzt mal von der Seite. Das heißt, hier wir haben eine glatte Wasseroberfläche. Und jetzt plötzlich kommt so ein dickes Stück Stein reingeflogen, sinkt natürlich nach unten und reißt das Wasser um den Stein herum mit nach unten. Und zwar richtiges Stück. Dann wird das andere Wasser höchstwahrscheinlich auch, aber in diesem Fall eine Welle nach unten vollführen. Wir haben hier zu Anfang eine Welle und diese Welle pflanzt sich auch nach außen und in die andere Richtung natürlich auch weiter fort. Das wird passieren. Aber wenn ich jetzt hier so ein kleines, ich mache das mal in grün, wenn ich jetzt hier an der Stelle so ein kleines Schiffchen habe, so ein Papierboot, weiß der Kuckuck was, meinetwegen mit Segel, dann wird dieses Schiffchen zwar sich auch hoch und runter bewegen, das schon, aber es bleibt an der Stelle. Das heißt, wir haben es wie beim Gartenschlauch vermutet, der Gartenschlauch liegt hinterher genauso wieder da, wie er vorher lag. Es wird kein Stoff transportiert und das ist eines der Hauptmerkmale einer mechanischen Welle. Das ist also ein Ausdruck einer Schwingung, einer mechanischen Schwingung, Ausdruck einer mechanischen Schwingungen, oh, mechanischen Schwingung, aber ohne, und das schreibe ich mal ganz groß deswegen, Stofftransport. Das kann man sich an dem Boot vielleicht ganz genauso vorstellen, genauso wie an diesem Gartenschlauch. Ohne Stoff. Transport. Das heißt also nicht, dass jetzt plötzlich das Boot irgendwo hingespült wird. Okay, jetzt könnte man sagen, wir kennen das aber doch manchmal von irgendwelchen Stränden ganz anders. Das surfen welche, das hat aber damit nichts zu tun. Die surfen auf den Wellenbergen entlang. Oder wenn ich jetzt da irgendwie am Strand bin, dann werde ich manchmal hin und her gespült. Das kann durchaus sein. Das liegt aber an was anderem. Das hat damit nichts zu tun. Draußen auf hoher See könnte kein Schiff sich vorwärts bewegen, wenn nur Wellen alleine Stofftransport verursachen würden. Das erstmal. Also eine mechanische Welle ist Ausdruck einer mechanischen Schwingung, aber ohne Stofftransport. Die pflanzt sich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit fort und so weiter. Aber das müssen wir uns an der Stelle erstmal merken. Jetzt habe ich allerdings was unterschlagen. Unterschlagen erstmal, um der Einfachheit Genüge zu tun. Natürlich schwingt das Boot auch hoch und runter, aber das wollte ich jetzt erstmal so lassen, um das Beispiel mit dem Gartenschlauch jetzt mal nicht zu unterbrechen, weil das Blöde ist, der Gartenschlauch liegt auf. Der Gartenschlauch würde gerne nach unten schwingen, das kann aber nicht, weil da kommt schon die Erde. Am Wasser können wir aber Folgendes beobachten. Wenn das Wasser nach unten geschwungen war durch irgendeinen Puls,